Wir sind wieder da. Bremen steht auf. Wieder mal machen wir von unserem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch, denn wir haben eine andere Meinung als die, die uns täglich aus dem Radio und aus der Zeitung entgegenspringt, mit deren wir beschallt werden, mit der wir bombardiert werden. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir haben Forderungen, das sind 7 Thesen, mit denen beginne ich. Wir fordern die bedingungslose Einhaltung der Grund-, Menschen- und Völkerrechte nach Grundgesetz und Artikel 1 der UNO-Charta. Eine Selbstverständlichkeit, wie die da sagen. Doch erinnern Sie sich an die zurückliegenden 3 Jahre, was vor 3 Jahren hier los war. Da wurden anfangs sogar ohne Rechtsgrundlage unsere Grundrechte einfach so eingeschränkt. Erinnern Sie sich an die Ausgangssperren, erinnern Sie sich an die Hausdurchsuchungen, an die Rechte der Exekutive, liebe Berliner, liebe Bremer, ich bin Berliner. Erinnern Sie sich, was hier los war vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren bis 2 Jahren. Lockdown, eine Welle jagte die andere. Und der Herr Spahn, damals der Gesundheitsminister, und Herr Lauterbach übertraf den auch noch. Oh, Lauterbach, Professor, Doktor. Im November 2020 wurde die Rechtsgrundlage nachgereicht. Da trat der Bundestag zusammen und die Protestanten wurden mit Wasserwerfern nass geregnet vom Reichstag. Der erste Wasserwerfereinsatz in Berlin seit 1992. Damals gegen die Besetzer, die Hausbesetzer in der Mainzer Straße und im Jahre 2020 gegen Menschen, die einfach friedlich protestierten, dagegen, dass im Bundestag dieses Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde. Natürlich wurde es beschlossen, die lassen sich doch nicht sagen, die da im Bundestag. Und der Bundesrat saß auch schon beisammen und hat sofort das Pütchen gehoben, pflichtschuldrigst. Und der Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja ein großer Bewunderer der Gruppe Feine Sahne Fischfilet ist, was er ja auch bei jeder Gelegenheit betont, der Herr Bundespräsident